Hallo und willkommen zu einem neuen Video, das ich hier für einen guten Bekannten mache, und zwar mit diversen Gitarren, Amps im Vergleich. Und hier haben wir den sagenumwobenen Jim Kelly Amp. Ich freue mich, den hier spielen zu können, weil ich schon immer mal wissen wollte, was an dem Hype von dem Jim Kelly Amp dran ist, der ja Anfang der 80er Jahre gebaut wurde und vor circa 5 Jahren wieder aufgelegt wurde. Ein User momentan ist Joe Bonamassa. Dieses 80er Jahre Modell ist in der zweikanaligen Version eine Rarität. In dieser Ausführung hat ihn unter anderem auch Dire Straits Gitarrist Mark Knopfler auf der Brothers in Arms Tour gespielt. So, ich habe einen kleinen Loop vorbereitet. Backing von dem Albatros von Peter Green. Ein Wahnsinnshall, den ich hier auf knapp über 8 eingestellt habe, den Bass auf 7, Treble auf 4, Breitswitch gezogen, beim Bassregler noch den Midboost gezogen und Volumen auf knapp 2. So, ich mache einen Wechsel zum Overdrive-Kanal. Gain steht auf 6, Power Attenuator dazwischen, vom Lautsprecher steht auf 3, Bass auf 7, Midboost gezogen und den Breitswitch am Treble habe ich mal draußen gelassen. Ein wenig Reverb auf 3. Thank you.
Der Amp ist fantastisch. Gain steht auf 5. Mit dem Volumenpulli. Etwas mehr Treble, mittlerweile auf 7. So, hier mal auf 5.
mal auf 10. Bis zum nächsten Video.